Hallo, 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 ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3. So, meine Lieben, in der letzten Folge, Gott, war das ein Chaos. Also, ich kam nur ganz, ganz schwer hinterher. Wir haben es aber Gott sei Dank jetzt wieder geschafft, die Kontrolle zu gewinnen. Die Eltern sind gerade in den kostenlosen Urlaub gefahren. So, ich werde jetzt mal die Tonne auch ein Stück näher ranholen, weil das nervt mich, dass ich da immer so weit kann, nicht auf anderen Objekten. Ach so, auf dem Feuerwehrwagen-Dings. Warte mal, dann stelle ich es einfach mal hier hin. So, ja, es ist auf jeden Fall, das kommt mal hier hin und das kommt mal hier hin. Das ist ja direkt nebeneinander. Ich weiß nicht, ob sie das mag. Wir haben jetzt die Eltern in den kostenlosen Urlaub geschickt. Das heißt, wir sind jetzt die nächsten 2, 3 Tage, keine Ahnung, sind wir, ich glaube nur diesen einen Tag, sind wir allein und können uns ein bisschen entspannen. Ich glaube, bei dir klingelt gerade das Handy, aber es ist mir egal. Das ignorieren wir jetzt auch einfach, weil es wird ja sowieso nichts Wichtiges sein. So, Amber und Cody müssen sich heute um Emilia kümmern, denn die wurde auch zurückgelassen. So, wie sieht's denn aus mit deinen Hausaufgaben? Hast du abgeschlossen? Sehr, sehr gut. Dann würde ich mal einfach sagen, bevor wir uns jetzt um irgendwen anderes kümmern hier mit Amber, sie ist ja auch mega zielstrebig weiterhin. Und das heißt, wir werden jetzt nach und nach ganz, also wird's eine Slumber-Party geben, Teenager-Party. Wir kennen halt nicht genügend Teenies, oder? Jet Atkins, den Doppelgänger, kennen wir. Ja, wir kennen irgendwie gar keinen gefühlt. Hier, Melissa Littler kennen wir. Und Gitte Pollock, weiß ich nicht mal, ob die irgendwie im Alter ist. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt auch die Beziehung wieder zu Valentin ein bisschen verstärken. Also Amber kapselt sich halt momentan so ein bisschen ab, weil sie, ja, weil sie halt schlicht und ergreifend einfach gute Noten schreiben will. Und das ist momentan echt nicht einfach. Ich hoffe, sie wird noch besser in der Schule. Aber sie hat noch genügend Zeit, meiner Meinung nach. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir trainieren hier so ein bisschen. Jetzt kann sie das ja nicht mehr verbessern. Oder kann sie das immer noch verbessern, ihre Tanzfähigkeit dabei? Ich bin mir nicht sicher. So, auf jeden Fall jetzt erstmal da. Obwohl wir eigentlich, glaube ich, unsere Logikfähigkeiten eher... Komm, wir machen mal lieber die Logik. Wir machen mal lieber die geistigen Herausforderungen. Nicht die körperlichen, sondern die geistigen. So, Cody schläft auf jeden Fall noch eine ganze Weile. Und auch Emilia ist noch am Schnuggeln. Deswegen sollte das jetzt nicht so problematisch werden. So, du, meine Süße, kannst jetzt erstmal... Nee, Heufressen, obwohl doch. Geh erstmal was trinken und danach Heufressen. Und dann kannst du dich auch noch ein bisschen bewegen. Obwohl, warte mal. Wir machen das mal am Cavaletti-Trainer. Ah, es ist so schade, dass wir auch für die Pferde nicht mehr so richtig Zeit finden. Aber ich denke jetzt, dass wir erstmal in nächster Zeit uns jetzt keine größeren Tiere anschaffen werden. Also unsere kleine Baroness. Ich meine, wir hatten echt fast das perfektioniert. Oder wir können das uns auch noch perfektionieren. Das sollte kein Problem darstellen. Aber es ist halt wirklich so, dass wir jetzt leider auch gerade mit Valentin, da er sich ja auch jetzt seinen Lebenswunsch verändert hat, statt dass er jetzt der beste Reitjockey aller Zeiten wird, will er jetzt der beste Koch aller Zeiten werden. Und deswegen Dolores Hirte. Ah. Deswegen ist es schon so ein bisschen schade, dass wir sie jetzt so stark vernachlässigt haben. Wir können auf jeden Fall trotzdem dann nochmal gucken, ob wir ein bisschen mit ihnen reiten gehen und so weiter und so fort. Aber ja, ich hätte schon gern noch ein paar intensivere Sprungübungen gemacht. Aber ich denke, dafür brauchen wir dann wirklich einfach nicht so eine Stadt wie Bridgeport. Da brauchen wir sowas wie, keine Ahnung, Riverview oder so, wo wir halt auch ganz viel Platz haben und wo wir dann mit unseren Schnuckis auch entsprechend ein riesiges Gelände beziehen können. So wie damals. Also ich glaube, in letzter Zeit waren es halt einfach auch zu viele Tiere. Ich meine, wir hatten in der ersten Generation 6 Hunde oder so. Dann kamen noch 2 Katzen hinzu. Dann, wie gesagt, 4 Pferde jetzt insgesamt schon. Also, das ist schon ordentlich, was wir hier an Tieren vorzuweisen haben. Das einzig Traurige ist... Ach, guck mal, wir haben hier nicht mal mehr... Hä, ist aber komisch. Warum ist denn das wieder aufgehoben? Hä? Ah, nee, hä? Warum wird denn das nicht... Sinn ist das hier aufgeführt, aber... Ist ja merkwürdig. Ein bisschen komisch ist das schon, aber egal. Was soll's. Schade, dass da nicht irgendwie die Verbindung noch nachvollziehbar ist, aber gut. So. Du bist fleißig. Die Kleine schläft noch und Cody, denke ich mal, auch. Also ich denke, wir werden das Wochenende wirklich eher dafür nutzen, jetzt keine Teenager-Party zu geben. Entgegen jeglichen Sachen. So, warte mal.
Kann man hier noch was trinken und ein bisschen Heu fressen? Ich weiß, du brauchst ein bisschen den Sozialbonus. Dann wirst du hier was trinken und ein bisschen Heu fressen. Hauptsache, du trinkst was und frisst Heu. So. Sehr gut. Okay, langsam aber sicher wird's. Streich in der Schule spielen, werden wir jetzt alles mal wegmachen. Sehr schön, Ember kann jetzt Galaxien mit dem Teleskop erforschen. Welche Geheimnisse birgt das Universum? So, ich würde mal sagen, du machst nochmal eine Runde weiter. Versuch es nochmal aufzubauen. Ich meine, Logik braucht man immer. Das verbessert auch total deine Laune. Und dann können wir ja auch gerne nochmal so einen Eignungstest ablegen. Ich meine, mit Cody sind wir auch eigentlich relativ gut mit dabei. Wir lernen gerade die Erfindenfähigkeit. Die Gitarrenfähigkeit haben wir auch auf Level 5, was ich ganz krass finde. Und Straßenkunst versuchen wir gerade auch noch zu verbessern. Und hier werde ich auch mal direkt nochmal mein Zimmer dann verschönern. Hier kann ich nämlich dann 3 Tags an die Wand machen, damit wir dann wirklich hier so ein bisschen so einen individuellen Platz haben einfach. So, wie geht's dir? Du bist immer noch nicht wach. Okay, sehr gut. So. Sozialbonus können wir gleich noch ausbauen. Mit deiner Oma. Es ist so krass, dass die Lady schon so früh gestorben ist und die Gräfin noch so, so lange durchhält. Ich meine, die Baroness, ne? Die ist ja jetzt nun auch kein jugendliches Spundpferd mehr. Ist sie, nee, sie ist ja schon Seniorin, oder? Nee, sie wird erst zur Seniorin. In einem Tag, okay. Aber schon krass, dass Gräfin da echt so, so lange durchhält. So, bevor du jetzt rennen gehst, werden wir uns jetzt mal hier ein bisschen um deinen Sozialstatus kümmern. Das ist so krass, aber irgendwie Baroness, die Kleine, wird auch viel schneller asozial als die Große irgendwie. So, sehr gut. Da wirst du das jetzt wahrscheinlich gerade nicht mehr leveln. Ja, ist ein bisschen kompliziert, weil sie halt nicht so rumrennen kann, weil hier so viele Sachen herumstehen. Warte mal, das kann ich auch theoretisch aus dem Weg räumen und kann das hier hinten mal platzieren. Ich meine, hier ist auch okay. So, gucke, dann haben wir hier mal Jet Atkins Grab. Das legen wir mal weg. So, und diesen Turm, na gut, den können wir ja theoretisch stehen lassen für unsere kleine Emilia. Leider hat den Ember jetzt nicht so aktiv benutzt, aber das ist auch in Ordnung. Ich meine, sie hat ja auch andere Sachen zu tun gehabt, hier mit ihrem Ballett und so dann später. Guck mal, und da ist unser Cody auch schon wieder wach. Jetzt bin ich echt gespannt, was rauskommen wird, wenn wir jetzt den Hochschuleignungstest ablegen. Ob wir da echt ein bisschen besser abschneiden werden. Ach, guck mal, Madame ist auch wach. So, danach werden wir sie mal im Hochstuhl füttern gehen, nachdem du mit deinen Zeichnungen fertig bist. Ich hoffe, das reicht. Ich meine, es ist mal was anderes. So sein Zimmer zu gestalten, finde ich eigentlich ganz cool, weil das gibt ihm echt diese individuelle Note mit Cody. So, okay, sehr gut. Und ich finde, es sieht bei ihm auch ziemlich cool aus. Er sprayt ja auch immer was anderes, er wiederholt sich da nicht, sondern ist da echt ein bisschen kreativ. Mahlzeit ein Kraut hinzufügen. Ich glaube, dein Handy klingelt, ja. Wir ignorieren es mal. Kann ja nichts Wichtiges sein. Wahrscheinlich auch so Slumber-Party-mäßig. Oh, es ist dunkel. Oh, warte. Wieso kann ich denn hier einschalten, dieses Licht? So, jetzt ist es ein bisschen heller, oder? Warte mal, ich kann auch dieses Licht einschalten. Schmusi möchte rauskommen. Vielleicht sollte Ember Schmusi ja... Okay, wir müssen eins unterbrechen und müssen dann sie direkt im Hochstuhl jetzt füttern gehen. Friedhofbesuch, na du hast ja Ideen. Erfindenfähigkeit, Fähigkeit Level 4, das will ich alles noch drin behalten. Und auch das Fahren lernen würde ich sehr gerne noch machen. Da werde ich dann auch Caitlin fragen, ob sie mir entsprechend helfen kann. So, willst du ein bisschen Musik haben? Ein bisschen mit klassischer Musik. Ist das doch leichter hier. So, jetzt hör mal auf, das Springen zu üben. Und jetzt könnt ihr euch nämlich gegenseitig so ein bisschen beschmusen. So, guck mal. Und da kümmert sich der große Bruder. Das ist echt erstaunlich. Man hätte ja vielleicht nicht erwartet, dass Cody so eine sanfte Seite in sich trägt. Tut er aber. Auch wenn er so ein bisschen rebellisch ist gegenüber seiner Mutter und gegenüber allen anderen. Aber ich glaube, seine Schwester vergöttert er wirklich. Oder es ist ja eigentlich nur seine Halbschwester. Und er mag auch Sebastian nicht, aber ich glaube, seine kleine Halbschwester findet er eigentlich gar nicht so schlecht. Und Ember mag er ja auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise.
Ach, so süß. So süß, wie er sich um die Kleine kümmert. I like. Danke. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Du musst jetzt nicht, ne? Ist ja alles okay. So, dann gehe ich nämlich auch mal jetzt frühstücken. Während die Kleine frühstückt, werde ich es ihr gleich tun. So. Du bist noch ein bisschen beschäftigt. Ihr kuschelt noch miteinander. Sehr schön. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Du kannst es dann auch an sie ranschmiegen. Dann machen wir das mal nämlich so, dass wir das mal hier unterbrechen. Und dann werden wir das mal von der kleinen Baroness so ein bisschen ausgehend machen. Oh, in friedlicher Einigkeit sitzen die hier und futtern ihr Frühstück. So hatte ich mir das eigentlich mal vorgestellt. Es war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ihn hier echt zu sehen, aber ich finde das so super. Ich finde das so niedlich. Und vor allem, ich finde es auch so toll, dass die beiden sich halt nur bedingt ähneln. Also sie haben zwar die gleiche Mutter, aber ja, ich meine, die Kleine hat diese blonden Haare von Sebastian bekommen, was ich einfach mega niedlich finde bei ihr. Und er hat halt die dunklen Haare von Caitlin und von Jet. Also man sieht schon einen deutlichen Unterschied, aber ich glaube, er ist auch so der Großbeschützer. Also ich glaube, seiner kleinen Schwester gegenüber ist er echt mega, mega liebevoll. Oh, das ist so süß. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie zu ihm tatsächlich die beste Beziehung aufbauen wird. Und alle sich dann so wundern, was? So, und ich bringe ihr dann nämlich jetzt auch mal das Laufen bei. Ich meine, wir können uns ja mal wirklich jetzt eine Weile mit ihr beschäftigen. Oh, es ist so niedlich. Ich weiß, es ist nur die Halbschwester, aber es ist egal. Was denn? Ach so, okay, ja. Das würde ich gerne mal wegpacken, aber irgendwie geht das nicht weg. Das ist auf alle Ewigkeiten ist das da verbuggt. So, euch geht's gut? Jawohl, euch geht's gut. Sehr schön. So, könnt ihr euch noch ein bisschen weiter beschäftigen? Und nur Ember weiß hier von Codys Süßig und Nettigkeiten. Oh. Oh Gott, das wäre so süß. Da kommen die Eltern wieder und die denken, wir haben hier voll die Party gemacht oder so. Aber nein, Cody kümmert sich ganz liebevoll um sein Schwesterchen und bringt ihr das Laufen bei oder versucht es zumindest. Und unsere gute Ember, die Cody Nobel anschnauzen. Nein, komm, er macht das echt gut. Er ist ja echt ein liebevoller. Er ist ja echt ein netter Bub, muss man sagen. So, und ich werde hier dann mir nochmal diesen Eignungstest. So, mal gucken, wie es jetzt um mich steht. So. Oh, ich liebe es jetzt schon. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass die jetzt hier alle verunglücken. Und wir dann nur mit Cody, Amber und Emilia weiterspielen. Ganze Familie bei einem Busunfall oder Zugunfall oder Reiseunfall verunglückt und sie kommen nie wieder aus dem kostenlosen Urlaub zurück, weil es ihnen das so gut gefallen hat, dass sie einfach auf den Malediven geblieben sind. Oh Gott, wir sind schon sowas von unten durch bei der Schule. Aber gut, was sollen wir machen, ne? Schule ist halt nicht alles im Leben, meine lieben Freunde. Schule ist nicht alles im Leben. Manche Sachen sind auch wichtiger, obwohl die Schule sehr, sehr wichtig ist. Aber Schule ist halt echt nicht alles im Leben. Man muss auch ein bisschen leben. Ich kann mir das gar nicht mit angucken. So, ich bekomme da echt Karies, wenn ich das sehe. So niedlich ist das. Wie er damit sich mit seiner kleinen süßen Schwester beschäftigt. Oh Gott, Cody, was ist nur mit dir los? Warum bist denn du so süß? Was ist denn da los? Okay, warte mal. Sie braucht auf jeden Fall jetzt auch eine neue Windel gleich. So, dann werde ich das jetzt erstmal machen. Nicht, dass sie gleich noch ein bisschen meckert. Dann werde ich jetzt die Windel wechseln und ihr dann aber trotzdem weiter das Laufen beibringen. Ich meine, wir haben ja wirklich den ganzen Tag Zeit. Uns hetzt ja niemand. Wir haben keinen Druck oder so. Alles ist super entspannt. Mit Ember sind wir gerade ganz frisch. Okay. Oh, kein Stipendium. Okay. 800, na immerhin, es wird ein bisschen mehr. Okay, Sport ist ein bisschen mehr geworden. Technik, Wirtschaft. Charisma, soziale Mixologie. Aha. Was brauchen wir hier? Logik, Geschicklichkeit, Erfinden.
Okay, also ich würde gern mit ihr so ein bisschen diesen Wirtschaftszweig favorisieren, obwohl ich Kommunikation auch nicht, ja, Schreiben und Fotografie, das finde ich passt aber jetzt nicht so ganz. So diese kreativen Sachen finde ich passen jetzt nicht ganz so gut. Wirtschaft und Verbrecher, Gesetzeshüter, Militär, Medizin und Wissenschaft. Also ich finde, Medizin möchte ich nicht mit ihr studieren. Gastronomie, Musik und Film auch nicht. Journalismus, Politik. Eigentlich würde es ja passen, wenn sie in die Politik geht, finde ich. Politik oder Wirtschaft. Also eigentlich müssten wir dann doch diese kreativen Sachen mit ihr weiter ausbauen. Das Schreiben. Gut, dann werde ich jetzt einfach mal mit dem Schreiben bei ihr versuchen, ein bisschen zu punkten. Wo können wir denn schreiben? Wo steht denn noch ein PC? Da steht einer. Das ist der einzige PC im Haus. Nee, das kann ja nicht sein, oder? Doch, tatsächlich. Dann werden wir uns jetzt einfach mal einen alten, gammligen PC gönnen. So, und dann werden wir jetzt wirklich mit ihr die Schreibenfähigkeit ausbauen, in der Hoffnung, dass wir dann wirklich jetzt auch in die Politik kommen können. Also ich hätte gedacht, dass wir wirklich mit so Logik in die Politik können, aber da ist halt dann der Wirtschaftszweig uns eher. Also ich denke, Logik und Wirtschaft Logik und Schreiben werden wir ausbauen für Politik und Wirtschaft. Aber ich will trotzdem so ein bisschen so ein Multitasking-Talent bleiben. Also ich möchte trotzdem Athletik und Kochen und Malerei und so. Trotzdem möchte ich alles irgendwie mit dabei haben. Aber jetzt werden wir uns wirklich ganz stark auf das Schreiben fokussieren. Wenn ich den Hochschuleingangstest ablege, das nächste Mal möchte ich dann ein Stipendium für den Politikbereich. Ich kann sie mir so gut in der Politik vorstellen, wie sie dann als Bürgermeisterin oder so in ein ganz kleines Dörfchen anfängt und dann nachher in die große Stadt zieht. Wir sind gerade noch in der großen Stadt, aber ich denke, wir werden auch bald nochmal unsere Zelte hier eventuell abbauen, weil ich weiß nicht, also Bridgeport finde ich an sich schön, könnte ich mir aber eher so als Partystadt, wenn wir mal keine Großfamilie haben, sondern mehr so zwei oder so, zwei Leute, die dann irgendwie hier in so einem Apartment mitten in der Stadt leben. Ich finde, gerade passt Bridgeport nicht so ganz mehr. Also am Anfang ja, weil wir halt auch diesen Star-Rummel brauchten mit Jamie. Aber mittlerweile, denke ich, zieht es uns dann eventuell bald auch an einen anderen Ort. Also wir werden dann Bridgeport auch wirklich wieder irgendwann besuchen. Aber ich finde, mich würde es halt eher ansprechen, wenn wir dann da mitten in diese Metropole, in die Stadt, in die Hauptstadt ziehen und dort irgendwo ein kleines Apartment mieten oder so mit zwei Personen oder drei, ich weiß es nicht. Man könnte ja wirklich sagen, wenn man hier von der Uni wiederkommt, dass man dann direkt in so ein Apartment mit zum Beispiel Emilia, Amber und Cody zieht oder nur mit Cody und Amber. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich glaube nicht, dass Emilia, also Emilia wird halt nicht zur gleichen Zeit studieren gehen können wie die beiden, weil dafür ist sie halt einfach zu jung. Gucke mal, die beiden haben sich angefreundet. Jawohl. Na, gucke mal, das schweißt doch zusammen. Das Laufen beibringen, das verbindet doch die Menschen. Das verbindet vor allem die beiden Geschwister hier. Sehr schön. Perfekt, meine Hübsche. Und weiter. Ne, übertakten werden wir das jetzt nicht. Ja, ich weiß. Nein, und auch nicht chatten. Wir werden jetzt weiter die Schreibfähigkeit ausbauen. Weiter geht's. So. Sehr schön. Juhu, der Computer. Aber die Grafik ist bedeutend besser. Innerhalb von 2 Sekunden haben wir den Computer übertaktet. Sehr gut. Ich würde dir gerne so eine Schoko-Banane oder so eine Schoko-Erdbeere geben. Darf ich das? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er hat so richtig so voll die sensible Seite. Allen anderen gegenüber ist er so ein bisschen ausfällig und hasst die so sehr. Seine eigene Mutter, den Stiefvater jetzt quasi, alle anderen, irgendwie dem Onkel. Aber seine kleine süße Halbschwester, die mag er. Ja, genau so muss das sein. Guck mal, dann kann die Kleine nämlich auch, glaube ich, schon die Treppen hoch und runter laufen, oder? Und ich meine, direkt nach dem Geburtstag das Laufen zu lernen, das ist schon eine ordentliche Leistung, finde ich. So. So. Du bist gleich schon wieder durch. Dann werden wir direkt nochmal deine Schreibfähigkeit ausbauen. Mama Mia, das geht ja schnell mit dir. Ich meine, wir haben jetzt die ersten 2 Levelchen innerhalb von wenigen Minütchen geschafft. Sehr schön. Schreiben soeben Level 2. Und das geht direkt weiter. Ich weiß nicht, was du irgendwann mal schreiben wirst. Deine Memoiren oder so. Memoirien, glaube ich eher. Nicht Memoiren. Memoirien. Aber schreib einfach.
meine, das geht echt fix. Während er das Laufen beibringt, schreibt sie da oben halbe Romane. Und das funktioniert. So, wie geht's denn euch? Du bist schon wieder so ein bisschen müde. Warte mal. Ich würde mal sagen, du trinkst und isst jetzt noch was. Sonst gibt's nachher wieder so Stress. Du kannst hier auch dein Heu fressen und dann kannst du auch ein Nickerchen machen. Sehr schön. Jetzt haben wir hier hinten auch Gott sei Dank wieder ein bisschen Platz. Ich fände es auch super, wenn sich jemand um den Garten kümmern würde. Wo ist denn meine... Meine Pflanze ist kaputt gegangen. Kann das sein? Sonnenblume. Oder hat sie sich jetzt vergraben und kommt nie wieder raus? Entweder sie ist kaputt gegangen oder sie hat sich vergraben. Ah, tatsächlich. Sie ist kaputt gegangen. Wahrscheinlich haben die Zombies sie gefressen, könnte ich mir vorstellen. Ja, ersetzen würde ich sie halt dann schon gerne. Midi, die Katze wurde nicht gefunden. Hast du denn deine... Nee, du hast deine Schreibenfähigkeit nicht ausgebaut. Das werden wir mal gleich wieder dann weitermachen. Ich weiß, es ist anstrengend, sich dann ein ganzes... Ich meine, jetzt ist Wochenende. Gut, jetzt ist gerade wieder Montag, aber es war Wochenende und wir haben uns nur darum gekümmert. Du hast auch noch nicht das Laufen gelernt, ne? Ah, da werden wir nochmal... Warte mal, da werden wir nochmal jetzt unser Letztes geben, weil es ist echt nicht mehr viel. Ich will, dass sie das heute in dem Part noch lernt. Komm, meine Süße, ich weiß, es ist alles ein bisschen anstrengend, aber es ist nur noch ein ganz kleiner Schritt. Das ist ein großer Schritt für dich. Yay! Sehr schön. Cody hat Emilia das Laufen beigebracht. Sehr gut. Guck mal, da gibt es jetzt auch eine kleine Kuschel-Action. Jawohl, guck mal, meine Süße, das hast du doch super gemacht. Yay! Ach, ist das süß. Sehr gut. Sie hat das Laufen erlernt. Das ist so mega süß. So, dann wird sie jetzt einmal ordentlich durchgeknuddelt. Wie geht's ihr denn sonst? Ist sie müde? Na, es geht sogar. Ich werde sie dann mal nochmal auf den Boden füttern. Und wenn wir das geschafft haben, werde ich sie dann aber auch gleich ins Bett bringen, würde ich sagen. So einen Science-Fiction-Roman schreiben, ja, kannst du gerne tun. Ich glaube, die klassische Musik beflügelt unsere Amber auch so ein bisschen. Also sie ist da wirklich jetzt mega hinterher, aber... Ich denke, den Science-Fiction-Roman werden wir erst die nächsten Tage anfangen. Ich meine, es ist jetzt auch schon wieder Montag, 1 Uhr noch was. Und eigentlich sollten wir da jetzt nicht mehr hier herumhängen und die Kinder wachhalten. So, ein Fläschchen bekommst du auch noch. So, sehr schön. Also aufs Töpfchen gehen müssen wir hier auch noch beibringen. Aber das bekommen wir ganz einfach hin, schätze ich mal. So, und dann bringe ich nämlich die Kleine auch ins Bettchen. Ach, sehr schön. Es ist so gut. Es läuft hier richtig gut. Also wir sind zwar ein bisschen wahrscheinlich morgen übermüdet in der Schule, weil wir so lange aufgeblieben sind. Aber das ist ja eigentlich egal. So, genug gegessen hat sie jetzt auch auf jeden Fall, um bis zum nächsten Tag zu überleben. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache, wenn wir jetzt in die Schule gehen. Ob dann die Eltern im Laufe des Tages zurückkehren werden. Weil im Prinzip... Kannst du eigentlich schon Pipi machen? Lieblingsschlafplatz mache ich mal bei dir. Ach, du schon wieder. Im Prinzip müssen wir dann sonst einen Babysitter anrufen. Was haben wir hier? 5 Schrottteile auf einmal einsammeln. Ja. So, ich gehe jetzt, denke ich, nochmal schnell duschen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch ins Bettchen. Oh, glücklicherweise sind die Stimmungsschwankungen vorbei. Und wir haben jetzt Level 3 der Schreibfähigkeit. Wir können jetzt Dramen schreiben. Okay. Na dann, werden wir auf jeden Fall machen, aber nicht mehr heute. Denn heute werden wir einfach nur noch ins Bettchen hüpfen. Und schlafen gehen mit der guten Amber. Genauso wie das Emilia gleich machen wird. Oh, sie ist ja... hallo, wer klingelt? Oh, come on. Geh mal weg und lass mich mal in Ruhe. So, ich mach das jetzt hier auch mal aus. Es ist hier Festbeleuchtung im Haus. So, jetzt mal ausgemacht. Da wir ja jetzt hier auch schlafen wollen. Alle wollen wir jetzt hier schlafen. So. Huh, okay, ein anstrengender Tag geht vorbei, meine lieben Freunde. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle einen Cut machen. Ich fand's richtig schön, dass mal die Kids jetzt hier allein zu Hause waren. Klar, es lief jetzt ein bisschen anders ab. Man hätte sich eine Party vorgestellt, aber... Ich meine, Cody hat sich mega aufopferungsvoll um Emilia gekümmert. Das hat man so echt auch noch nicht gesehen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns morgen in der neuen Folge wieder. Und bis dahin sage ich, bye bye.